jeder Abschied fällt schwer und für mich ist es natürlich jetzt auch eine riesen Änderung, ein riesengroßer Schritt in eine neue Zukunft. Und ja, mein Mann sagte gerade, räumst du bitte noch das Haus auf, bevor die gleich hier zur Wohnungsbesichtigung kommen? Nein. So, das Haus ist natürlich schon nice hier mit der Umkleidekabine. Umkleidekabine. Zwei Badezimmer. Es ist schon groß. Drei Zimmer noch hier, Wohnzimmer, Bad. Ja, hier ist es auch gerade mega chaotisch, richtig chaotisch. Und ihr wisst wahrscheinlich auch, dass ich im 5. Monat schwanger bin und natürlich nicht mehr so mobil bin wie eine Nicht-Schwangere. Das heißt, ich brauche nur zwei Sachen packen und ich bin schon direkt außer Atem, Leute. Das ist gerade für mich schockierend. So, das sieht hier gerade alles ein bisschen chaotisch aus. Wir sind mitten im Umzugsstress und ich habe hier schon mal so meine persönlichen Sachen zusammengepackt, wie meine Schminke, wo ich auf gar keinen Fall möchte natürlich, dass die kaputt geht. Ich habe hier gerade noch eine Hilfe, die hier gerade zusammenpackt ein bisschen. Dann habe ich hier natürlich noch Schmuck, den ich auch noch verstauen muss. Das heißt, ich packe das jetzt hier einfach in meine Tasche hier wären wir jetzt in der neuen Wohnung und sie ist noch leer. Ich glaube, hier halt sie ein bisschen. Ich zeige euch die Wohnung einmal im leeren Zustand. Hier haben wir einmal ein Wohnzimmer. Dann haben wir hier Toilette. Dann haben wir hier einen schönen Eingangsbereich. Die Gläser bzw. die Spiegel kann man hier beschieben. Dann haben wir hier einmal die Küche. Und die Küchen sind immer schon eingebaut. Das ist immer super, super praktisch. Das heißt, ich muss hier keine Küche mit einschleppen. Dann haben wir hier einen kleinen Balkon, der jetzt auch geschlossen wurde. Also das haben wir hier tatsächlich machen lassen, weil ich ein bisschen Angst hatte mit den Kiddies. So, dann haben wir hier noch einen Office-Bereich. Den werden wir hier noch schick machen. Dann ist hier eine Zwischentür. Das finde ich ganz gut. Und dann haben wir hier nochmal ein Bad. Genau, dann ist hier noch so ein Bereich für die Wäsche. Dann haben wir hier einmal ein Schlafzimmer mit kleinem Balkon. Und dann haben wir uns hier nochmal eine Ankleide machen lassen. Und wieder einmal eine Toilette. Und zum Schluss noch die Kinderzimmer. Einmal Hamzas Zimmer. Tada. Und einmal Sades Zimmer. Wir sind aus Istanbul geflüchtet. Für mich kam der Entschluss einfach mit der dritten Schwangerschaft. Ich habe zu Sami gesagt, Sami, diese Stadt ist keine Stadt, wo man Kinder großzieht. Können wir hin? Izmir ist meine Heimat eigentlich und Aksaray ist die Heimat von Sami. Und da wir halt die ganzen Verwandten hier in Aksaray sind und auch eigentlich auch unsere Villa hier ist, jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, hä, was ist mit eurer Villa? Haben wir uns gedacht, ziehen wir nach Aksaray. Die Villa wurde verkauft. Es gab eine Familie mit vier Familien, sozusagen, das waren vier Familien, die waren auf der Suche nach einem Haus und unser Haus hat denen einfach zugesagt, es stand nicht zum Verkauf, aber die waren in Not, dass wir gesagt haben, ja okay, wir kommen hier sowieso nicht so oft hin, dann lass uns das die abgeben und dann haben die mehr was davon. Und so kam das jetzt, dass die Villa verkauft ist und wir uns gesagt haben, okay, lass uns einfach selber was bauen mit dem Geld, was wir dann da eingenommen haben. Und in der Übergangsphase müssen wir dann erstmal sozusagen hier einmal in einer Wohnung wohnen. Es dauert wahrscheinlich 1 bis 2 Jahre, bis dann unser Haus fertig ist. Aber es ist für uns auf jeden Fall ein Neuanfang. Jetzt fragt ihr euch wahrscheinlich, warum? Ja, warum? Das ist auch eine total legitime Frage. Für mich hat das einfach ganz viele verschiedene Faktoren gehabt, weshalb ich mich dazu entschlossen habe. Unter anderem erstens Erdbebengefahr. Also wir hatten im Februar das größte Erdbeben und alle sagen hervor, Istanbul ist bald als nächstes dran und ich habe keine Lust, jede Nacht mit Angst einzuschlafen. Es ist tatsächlich so,
Hier in Aksaray ist, hier gibt es auch Erdbeben, aber nicht so krasse wie halt in Istanbul oder da, dort, wo halt diese Freiheit lang gehen. Für mich ist es einfach zu viel. Zu viel Bevölkerung, zu viele Menschen. Ich glaube, mittlerweile leben 20 Millionen Menschen in Istanbul. Es ist eine Metropole. Für mich ist es einfach zu viel Menschen. Also ich komme mit dieser Menschenmasse nicht klar. Wenn so viele Menschen sind, dann ist natürlich auch viel Traffic. Das heißt, bei uns war das schon so, wenn wir irgendwo hin wollten, wir konnten einfach nicht. Stell dir vor, meine Verwandten wohnen in Istanbul. Wir hatten nicht mal die Möglichkeit, in der Woche diese zu besuchen aufgrund des Traffics. Das heißt, ich hole die Kinder um 5 ab, die essen dann noch was, dann ist es schon 6. Und dann um 6 Uhr irgendwo hinzufahren, das ist Craziness. Im Istanbul-Traffic, das schaffst du gar nicht. Also das heißt, wenn du einen normalen Weg, der normalerweise 10 Minuten mit dem Auto fahren würdest, der dauert dann in der Traffic-Jam-Zeit 2 Stunden. So, und da habe ich keinen Bock drauf. Ich will meine Verwandten sehen, ich will Leute treffen, versteht ihr? Und nicht so, oh nee, kein Bock. So, und dann kommt das Wochenende, dann denkst du so, oh, Wochenende, jetzt lass uns mal einen Ausflug machen und so. In Istanbul kannst du am Arsch der Heide einen Ausflug machen, wenn du mitten im Herzen wohnst. Das ist einfach zu viel Traffic für mich. Und ich habe so viel Zeit mit meiner Familie im Traffic verbracht, wo wir auch anders hätten nutzen können. Und das ist es für mich einfach nicht wert. Des Weiteren war natürlich ein Grund für uns, Istanbul ist unglaublich teuer, Leute. Das alles ist unglaublich teuer. Also das Leben ist einfach teuer in Istanbul. Und ich weiß nicht, ob es das wert ist. Warum soll ich in Istanbul 200.000 Lira bezahlen, wenn ich dieselbe Schule hier in Aksaray vielleicht für 60.000 bekomme. Das war jetzt nur ein kleines Beispiel. Also bei uns ist es tatsächlich so, dass wir nicht dran denken, unsere Kinder auf eine Privatschule zu schicken. Ich weiß noch nicht. Also da sind wir uns relativ unschlüssig. Ja, für mich wird es wahrscheinlich ein bisschen strange sein, sich hier dran zu gewöhnen. Ich komme aus Elmshorn, das ist eine Stadt mit 65.000 Einwohnern. Ich bin es eigentlich gewohnt, in so einer kleinen Stadt zu leben. Aber dann nach Istanbul mit 20 Millionen wieder zurück in eine Stadt mit 400.000. Ja, es braucht seine Zeit, denke ich. Aber ich glaube, ich werde hier auf jeden Fall glücklicher als in Istanbul und freue mich jetzt auf einen Neuanfang. Jetzt ist es kurz vor 10 und wir warten auf das Umzugsunternehmen. Das kommt gleich und dann geht es los mit Einrichten. So eine Woche würde ich jetzt sagen, dass wir schon so grob eingerichtet sind. Genau, also es war eine krasse Woche jetzt. Licht an. Genau, es ist noch sehr viel zu tun. Also hier fehlen noch die ganzen Lampen und alles. Und hier haben wir dann den Eingangsbereich. Also es war ein reinster Chaos. Ja, ich bin froh, dass wir das Ganze jetzt soweit überstanden haben. Also wir wohnen jetzt tatsächlich 660 Kilometer weit weg von Istanbul. Also, ich hoffe, das kleine Video hat euch gefallen und ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal.